Heute zeige ich euch ein Rezept für Hafer-Ahorn-Sirup-Knusperle. Das ist ein ziemlich einfaches und rustikales Gebäck, ohne Schnickschnack und viel drumherum. Dafür brauchen wir geschmolzene Butter, Haferflocken, Mehl und Backpulver, Zucker, Vanillezucker und eine Prise Salz, Milch und Ahornsirup. Zuerst machen wir unsere Butter, den Sirup, Zucker, Vanillezucker und Salz in eine Schüssel und rühren das kurz cremig. Dann wird das Mehl und das Backpulver in ein Sieb gegeben. Einmal kurz drüber sieben. So. Kleine Klümpchen wegmachen. Dann die Haferflocken dazu. Und die Milch. Und auf kleiner Stufe unterrühren. Nun ist unser Teig auch schon fertig. Jetzt stechen wir Teelöffel große Portionen ab. So. Machen daraus ein bisschen kleine Kugeln, die kann man ruhig so anfassen. Und legen sie aufs Blech. Immer schön Abstand dazwischen halten, weil die gehen noch ein bisschen auseinander im Backofen. Anschließend in den vorgeheizten Backofen. Und 15 Minuten später fertig. So. Jetzt lassen wir das Gebäck noch kurz auf dem Blech und dann tun wir es gleich auf einen Kuchenrost zum Abkühlen.